Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind immer noch hier in Erfurt im Hotel, sage ich mal. Und wir haben heute mal wieder ein paar Energy Drinks für euch vorbereitet, die wir uns anschauen wollen, beziehungsweise sind es keine Energy Drinks. Heute ist es eine Tee Edition, eine Special Edition, die Tee Edition. Wir zeigen euch das mal kurz hier im Dastehen. All I Need, das ist heute die All I Need Special Edition. Und ich bin sogar extra nochmal los und habe mir noch eine Dose 5-0er Original besorgt. Eigentlich dachte ich, die haben keins, deswegen musste ich mir schon hier eine Dose Kronbacher reinprügeln, ne? Schweren Herzens. Und dann hatte ich noch eine von, was war das andere? Ich weiß es jetzt gar nicht. Kronbacher und irgendwas anderes auf jeden Fall. Muss man ja eh nicht erwähnen, ist ja egal. Das einzig wahre 5-0 auf jeden Fall. Und gestern beim Einkaufen habe ich gesehen, im Rewe hatten sie 5-0. Das andere war nämlich nur ein Teegut. Gleich noch zwei Dosen mitgenommen, extra für die Sendungen. Und wir wollen heute mal anfangen hier. Habe nämlich eine Dose All I Need Black Tea, also Schwarztee. Den wollen wir mal probieren. Das ist auch alles ein Bio-Produkt. Koffeinhaltiges Bio-Erfrischungsgetränk mit Schwarztee und 4% Zitronensaft. Kohlensäurehaltig. Tee mit Kohlensäure. Da bin ich gespannt. Die habe ich noch nie gesehen. Gibt es aber bestimmt auch bei uns, nicht nur hier in Erfurt. All I Need auf jeden Fall. Der Schwarztee. Das andere sind dann andere. Das werdet ihr aber gleich sehen. Wir machen es mal auf. Das Gute ist, gestern hatte ich den ganzen Tag nichts zu trinken, weil ich das heute erst testen wollte. Jetzt öffne ich alle und dann kann ich die schön gemütlich im Laufe des Tages leer trinken. Ich hoffe, es schmeckt. Wir probieren mal Schwarztee mit Cola-Nuss. Genau, steht oben noch drauf. Ich weiß nicht, ob die anderen auch mit Cola-Nuss sind. Aber erstmal den schwarzen zum Anfang. Ja, schmeckt komisch. Schmeckt im Prinzip wie eine Cola. Einfach eine abgestandene Cola ohne Zucker. Ich würde überhaupt nicht erkennen, dass das Tee sein soll. Was ist denn jetzt hier das? Gut, vielleicht ist der Tee. Naja. Bio-Teegetränk auf Basis aufgebrühter Schwarzteeblätter mit Zitronensaft. 4%. Wie viel Tee ist denn jetzt aber drin? Was ist denn das Hauptbestandteil? Cola-Feeling dank Cola-Nuss. Okay. Und es ist vegan auf jeden Fall. Das könnte ich in der veganen Woche probieren. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Obwohl ich gesagt habe, wie abgestandene Cola ohne Kohlensäure. Das war natürlich nur ein Spaß. Kann man mal trinken, schön gekühlt auf jeden Fall. Ist es auch eine Alternative zur normalen Cola, Coca-Cola oder anderen Cola-Energy-Drinks oder irgendwas. Das ist also ein Cola-Tee-Getränk mit Zitrone auch verfeinert. Ist eine gute Kombination, wie ich finde. Ja, doch, jetzt beim zweiten. Probieren, wenn man mehr auf diese Tee-Note achtet, merkt man schon, dass das Tee ist, ja. Ich habe nichts gesagt, alles wird gut. Das ist Tee, auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes All I Need White Tea, also Weißtee. Weißtee mit Apfel und Limette. Koffeinhaltiges Bio-Erfrischungsgetränk mit Weißtee und 10% Fruchtsaft. Auf Basis aufgebrühter Weißteeblätter. Sonst, da ist natürlich keine Cola-Nuss dabei, sprich, der schwarze war einfach direkt mit Cola-Geschmack, der also jetzt mit Apfel und Limette, Aktivierungslevel 3, das steht ja bei dem anderen auch dabei. Ach so, hier, der hat nur ein Aktivierungslevel von 2, der hat ein Aktivierungslevel von 3, Der hat nämlich erhöhten Koffeingehalt, stark koffeinhaltig. Jetzt probieren wir den auch mal, bin ich mal gespannt. Apfel-Limette, also Apfel finde ich ja besonders immer gut.
ist natürlich auch mit Kohlensäure, Weißtee mit Kohlensäure, nicht Eistee, Weißtee mit Kohlensäure und Limette und Apfel. Riecht auf jeden Fall sehr säuerlich. Von Apfel schmecke ich jetzt nicht wirklich viel. Es schmeckt nach irgendwas, aber ich kann es jetzt nicht genau zuordnen. Weiß ich nicht. Ich glaube, so zum Trinken, da wäre mir der Schwarztee auf jeden Fall lieber. Mit der Cola-Note. Der macht so ein bisschen die Zunge taub. Komm, so kommt mir das vor. Hat irgendwie so einen bisschen bitteren Geschmack. Und der sich auf die Zunge legt. Apfel und Limette. Naja, okay. Soll aber auf jeden Fall richtig wach machen durch den erhöhten Koffeingehalt. All I need. Wir haben aber natürlich noch einen dritten davon. Von All I Need. Und jetzt sehe ich auch, der hat nur ein Aktivierungslevel von 1. Das müsste also der schwächste sein. Das ist der grüne Tee. Green Tea, All I Need, Grüntee und Superfruits. Bio-Erfrischungsgetränk mit Grüntee und 4% Fruchtsaft. Superfruits, direkt aufgebrühter Sencha-Tee, belebende Erfrischung. Da finde ich das Design am besten, das gefällt mir auf jeden Fall. Dieses schöne edle Weiß mit der grünen Schrift. Die anderen zwei finde ich nicht so ansehnlich. Das ist aber der schwächste, wie gesagt. Grüner Tee müsste aber gehen. Ich glaube, grüner Tee schmeckt mir auch am besten. Weißtee, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Den machen wir auf jeden Fall jetzt auch mal auf. Probieren den mal. Riecht natürlich wieder mal nach nichts. Schmeckt auch irgendwie nach nichts. Macht auch schon wieder die Zunge taub. Also, keine Ahnung. Vor allem, was soll ein Superfruit sein? Steht da noch irgendwas genaueres? Rübenzucker. Aronia-Bärensaft. Acai-Bärensaft. Ingwer. Jasminblüten. Keine Ahnung. Das sind Fruchtsäfte, ja? Sachen, die man noch nie gehört hat. Ich meine, diesen grünen, den grünen Tee schmeckt man vielleicht ein bisschen durch, aber ja, ich bin immer noch bisher begeistert von dem Cola-Geschmack, von dem ersten, der Schwarztee mit Cola. Da passt das auch zusammen, dieses Erfrischungsfeeling mit Kohlensäure und so als Drink für zwischendurch. Das ist alles irgendwie so bitter und legt sich so auf die Zunge, also. Wäre jetzt nichts, was ich unbedingt, wenn ich Durst habe, trinken möchte. Da fühle ich mich danach nämlich nur noch komischer. Wir haben aber noch einen dabei. Und zwar von, ja, wie nennt man das hier? C.O. Swiss, C Plus, Swiss, C Swiss. Auf jeden Fall den Original Cannabis Eistee. Den Original Cannabis Eistee schwedischen. Eistee mit Schwarzteeextrakt und Hanfsirup. Okay, sehr schön. Da ist auf jeden Fall hier ein Hanfblatt mit in einem Eiswürfel. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Hat auch einen lustigen Verschluss. Einfach hier so eine Folie draufgeklebt, die ihr dann abzieht. Und dann suppt alles raus auf jeden Fall. Den probieren wir jetzt auch mal. Da steht auf jeden Fall nichts von Kohlensäure. Ich hoffe, da ist keine drin. Der 1.10.2019. Nein, das ist das Einfülldatum bestimmt. Da unten drunter steht nämlich 29.09. Wir probieren den jetzt auch mal. Da müssen wir vorsichtig sein. Mit dem Öffnen natürlich, dass da nichts passiert. So, den ziehen wir mal auf hier oben. Ganz gemütlich. Ich hasse das immer aus solchen komischen Pappbechern zu trinken. Der riecht auf jeden Fall sehr,
Ach, der riecht halt einfach. Den probieren wir jetzt auch mal, sind wir gespannt, wie der schmeckt. Ist ja einfach nur Schwarztee mit Hanfsirup. Obwohl der Schwarztee ja bis eben am besten abgeschnitten hat, aber eben durch die Cola-Note. Ja, voilà, was war das? Richtig genial. Auf jeden Fall ohne Kohlensäure, was dem richtig zugute kommt. Denn die Kohlensäuren bei den anderen zweien, die sind meiner Meinung nach komplett störend, die passen überhaupt nicht dazu. Das ist zwar Schwarztee, aber der hat so eine richtig schöne Teenote, auch eine leicht gesüßte Teenote, sicherlich durch den Hanfsirup. Sirup, süß. Ihr habt also eine schöne Teenote, die ihr trinken könnt, mit einer leicht süßlichen Note, mit einem kleinen leicht herben Geschmack auch dabei durch den Schwarztee. Das auf jeden Fall als Erfrischungsgetränk würde ich mir das eher gönnen als die zwei anderen All-I-Need-Sorten. Ist jetzt mit dem Schwarztee und Cola auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Finde ich interessant, schmeckt sehr gut. Wer das also noch nicht kennt, Swiss Original Cannabis Iced Tea ist ja auffällig, wenn man das so sieht. Der schmeckt auf jeden Fall. Da werde ich mir noch mal eine holen, wenn ich den wieder sehe. Und ihr wisst natürlich auch, was am Ende kommt. Am Ende wird natürlich immer eine Dose 5-0er, damit mein Vorrat endlich mal zu Hause zu Ende geht, was gar keinen Sinn ergibt, weil ich mir die ja jetzt extra hier in Erfurt gekauft habe und geholt habe. Aber weil es sich einfach so eingebürgert hat in die Ramses Kitchen Folgen bei den Getränken, wird am Ende natürlich immer eine Dose 5-0er Export geäxt. Ja, um die Folge zu beenden und euch viel Spaß zu wünschen, macht euch nicht lustig über die Frisur, die ist noch nicht ganz ausgereift. Das sollte noch was werden. So sieht es ja gut aus, aber das, was dann da hinten immer wegsterzt, sieht ein bisschen gerupft aus. Das war's aber auf jeden Fall von meiner Seite. Trinkt ihr auch gerne Tee? Kennt ihr die All-I-Need-Sorten? Gibt es vielleicht sogar noch andere, die ich jetzt hier nicht vorgestellt habe? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder was denkt ihr, welche würdet ihr gerne mal probieren? Oder kennt ihr diesen Hanftee? Schreibt es mal rein, den Cannabis Iced Tea. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was es noch so gibt. Ich halte die Augen ja immer auf, wenn ich irgendwas sehe. Nehme das immer gerne mit. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Die ganze Kohlensäure, der ganze Schaum einfach nur. Puh, das habe ich bei meinem Zuhause, aber nicht so stark.